Ja, moin hier der Matze und willkommen zu einem weiteren Video auf Banjofeed Team. Ihr fragt euch sicherlich schon jetzt, wieso CF, hä? Ja, wieso spiele ich denn jetzt hier Crossfire? Nämlich wollte ich drüber labern, wegen so Waffenreviews bezüglich, das habe ich ja schon eigentlich angekündigt auf Facebook und im Forum habe ich so einen Post gemacht über Waffenreviews, dass ich eigentlich gerne wieder Waffenreviews auf unserem Channel hochladen will, ja, weil eigentlich sind ja die meisten Zuschauer wegen den Crossfire Waffenreviews oder wegen CF Content hier auf unserem Channel gelandet, ja. Ich meine, wir haben ja mit dem Crossfire Spielen aufgehört wegen Hackern und es hat keinen Spaß mehr gemacht. Also das hier ist jetzt Live Commentary so gesagt. Und wir hatten einfach keine Motivation mehr, das Spiel weiter zu zocken. Deshalb entschlossen wir uns auf einen Umstieg, auf andere Games und so weiter, dies, das. Und jetzt ist hier die Runde zu Ende. Wir suchen einfach einen neuen Raum. So, haben wir uns halt entschlossen, neue Games hochzuladen und so weiter und so fort. Aber gestern dachte ich mir so, ja komm, du kannst ja eigentlich mal CF-Videos wieder hochladen, ja, weil... Ich meine, Bock das zu zocken habe ich nicht, aber so Waffenreviews zu machen hat ja Spaß gemacht, außer jetzt dieses Gameplay zu spielen wegen den ganzen Hackern. Moment kurz, ich join rein, weil wenn ich jetzt halt weit laber, wir schmieren das Game ab wegen Fraps, keine Ahnung, wird als Fehler anerkannt, also bis gleich. So, der Überking ist wieder back. Und ja, wegen der Waffenreviews. Also ich wollte halt damit wieder anfangen. Keine Ahnung, wie ihr es findet, dass ich das wieder machen will. Auf jeden Fall, wenn ihr es gut findet, ja, dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, dass ihr auch wieder Waffenreviews haben wollt. Weil diesmal werde ich alleine das die ganze Zeit machen, also die Waffenreviews. Weil, ja, ich habe eigentlich jetzt auch die Idee so gehabt, ja, das wieder reinzubringen, weil... Bennett hat, denke ich, dazu keine Lust. Der bringt aber auch hier Hearthstone und League of Legends und streamt und so weiter. Und da hatte ich einfach Bock, wieder mal mit Waffenreviews anzufangen. Und ich bekomme hier einfach gar nichts gerade gekillt. Und ich... Moment. Ich meine, hier ist so viel Bullshit ist dazu gekommen in CF, ne? Oh Mann, ich komme gar nicht mehr drauf klar. Ja, falls ihr so neue Waffen habt, das wollte ich eigentlich eher ansprechen, falls ihr neue Waffen habt, die ihr zum Reviewen geben könntet, ja, dann immer her damit, ne, also ich nimm's. Die Account werden natürlich nicht an Dritte weitergegeben, keine Sorge, also wenn ich die Daten bekomme, gebe ich sie natürlich nicht weiter. Der Accountbesitzer wird halt am Ende oder am Anfang, sage ich mal, des Videos erwähnt. Ja, danke, so dies, das natürlich. Wie es eigentlich damals war, bloß damals war es halt immer am Ende des Videos. Und die Reviews werden sich eigentlich nicht großartig ändern. Vielleicht so vom Aufbau, da werde ich ein bisschen umstrukturieren und es ein bisschen ansehnlicher machen. Ich sehe hier gerade, der Room ist übelst voll. Das ist mein zweites Game eigentlich. Ich bin halt einfach... Scheiße. Ich bin einfach reingejoint und drehe hier das Video ab. Ja, ich habe übelst Bock drauf. Diese Reviews haben eigentlich auch Spaß gemacht. Außer halt dieses Gameplay zu erspielen, weil das totaler Abfuck war. Aber was will man dagegen machen? Kann's ja gar nichts machen, weil wo ich jetzt gesehen habe, was CF so die letzten Monate rausgebracht hat, habe ich Augenkrebs bekommen. Scheiße, Alter, CF Royal. Ey, ich wette, der ist nicht clean. Mann. Jetzt den Rest des Spieles werde ich einfach irgendwas labern über irgendwelchen Bullshit oder einfach nur kommentieren, wie ich mich hier abfuck. Weil das, was ich eigentlich sagen wollte, ist gesagt. Bloß ich möchte halt noch gerne das Game zu Ende zocken. Kann ich ja gleich auch mit aufnehmen. Ich meine, ich bin nicht der beste Spieler. Ich habe mit dem Spiel 2010 angefangen, bis 2014, Anfang 2014 gezockt. Aber nicht aktiv. Also, ne, bis Ende 2014 nicht mehr so aktiv gespielt. Dann habe ich das ganze Game hingeschmissen.
Gut so, ja. Also ich sehe keinen Sinn, das so weiter zu zocken. Weil deutsche Community, die beefen sich sowieso nur und kicken sich gegenseitig. Was will man da noch so zusammen zocken? Zock eigentlich gar nicht mehr so richtig, ja. Ab und zu dann halt Black Ops 2. Und ich will halt wieder gerne Videos auf BFT hochladen, ja. Und deswegen sind es wieder die Waffenreviews, weil das eigentlich übelst viel Bock gemacht hat und da pusht mich dieser Wichser in die Wand. Also man sieht meine Aim-Künste, ne? Und ich habe schon so eine Low-Bob-Waffe, ne? Und treffe damit nicht. Oh, wie stehe ich denn überhaupt? 12-7. Shame on me. So. Diese letzten 7, 8 Minuten da. Gott und die Welt labern. Aber ich muss mich auch irgendwie so ein bisschen, weil ich immer Push to Talk drücken muss. Oh mein Gott. Vor allem, ich verstehe diese neuen Martial Ranks nicht. Ist es wie Prestige oder so? Weil ich habe da letztens halt irgendwie. Oh, wo ich mal CF angemacht habe, um zu gucken, was wieder für ein Zeugs drin ist, habe ich mal CF angemacht, Black Widow, und dann sehe ich da irgend so ein Marshall mit so einem roten Bild als Rank. Ich habe keinen Plan, was das bedeuten soll oder ob das so eine Art Prestige ist, ja. Aber falls ihr das wisst, könnt ihr mal Bescheid sagen. Und ich denke mal, wegen CF, da haben auch schon eigentlich viele mit aufgehört, oder nicht? Ich meine, da der Kanal wurde ja damals wegen CF abonniert, also meistens sind hier nur CF-Zuschauer unterwegs, ja? Der neue Content sollte auch möglicherweise angeklickt werden, ja, weil Neues ist immer gut. Und guck, ey, das verstehe ich auch nicht, diese Chris Super V Crystal. Wieso packen die die in FP-Punkte rein? Mein Gott. Richtig useless von denen. Sollen die doch gleich Free Chris, Alter, verteilen. 30 Tage bekommen jeder Account einfach so eine Scheiße. Mann. Alter, Krawalter. Aber ich spiele ja auch Ägypten, weil ich es und den nicht so. Ich wollte das jetzt halt nicht benutzen, weil dann diese ganze Wartezeit und so, das wäre scheiße zum Zuschauen. Deswegen habe ich mich kurz und knapp für Ägypten oder beziehungsweise Team Deathmatch entschieden. Ich hoffe, ihr habt also, dass hier noch CF-Zocker sind und die auch auf solche Reviews Bock haben. Dann könntet ihr ja vielleicht solche Waffen zum Video ausleihen halt, ne? Aber jetzt halt neue, nicht sowas wie M4 Tiger oder so, weil wir den ganzen Tiger-Zeugs ja schon durch hatten, also die Waffen haben wir. Einfach mal am besten den Waffennamen dann sagen und ich sag euch dann Bescheid, ob wir den schon hatten oder nicht hatten. Am besten jetzt so aktuelle Waffen. Weil Altes können wir nicht gebrauchen. Vielleicht irgendwann mal, wenn man ein Review neu machen will. So, hier kommen. Ei, von hinten kommen jetzt die ganzen. Ich habe gerade hier kleine FPS-Drops. Habe wieder ein bisschen die Fraps-Einstellungen zu hoch eingestellt. Oh, mein PC ist jetzt nicht schlecht und nicht besonders, also ultra gut. Er ist gut, aber nicht ultra gut. Packt er schon hier. Schaff mal. Guckt auf jeden Fall die neuen Videos von unserem Let's Player, dem Nils. Ich finde, er macht super. Für sein erstes. Er sagte, das sind seine ersten Let's Plays, Sachen so. Er hat das nur so privat aufgenommen. Aber noch nie so veröffentlicht. Aber was er da macht, finde ich eigentlich recht nice. Kann noch was werden mit ihm. Weil ich finde, er unterhält gut. Er hat Ahnung von dem Spiel, was er spielt. Und kann dazu viel erzählen. Ein lustiger Kerl auf jeden Fall.
Und ich werde gesidereaped. Jetzt habe ich gesehen, es ist irgend so ein Event am Start mit irgend so einem fliegenden Typen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Vielleicht könnt ihr es mir sagen. Das ist abnormal, Alter. Auf jeden Fall wird natürlich die Qualität von den Reviews besser, ne? Weil ich ein schickes Mikro am Start habe. Wenn ich das dann mit Outer City dann so aufnehme und so, bearbeite die Stars, dann hat das schon eine sicke Quali. Da könnt ihr euch auf gute Review-Qualität freuen. Das Gelaber bei dem Review wird sich ein bisschen verändern, also nicht wie damals. Das Schlimmste, was ich so zu befürchten habe, ist, dass ich keine vernünftigen Spiele erspielen werde, aber ich meine, wollt ihr unbedingt gute Kills sehen oder einfach nur die Waffe im Video sehen? Ich meine die Waffe im Video, nicht wie man damit abgeht. Weil Waffe im Video sehen ist kein Problem. Ich werde natürlich versuchen, so gutes wie es geht halt zu machen. Kann man jetzt auch nicht stundenlang sitzen. Ja, stundenlang nicht, weil so schwer ist es ja nicht in CF ein Gameplay zu spielen. Aber ich meine die ganze Zeit da zu frapsen und versuchen coole Kombos zu machen. Dafür hat man einfach die Zeit nicht. Und ich möchte auch ungern meine Freizeit CF widmen. Weil die haben das Game einfach endgültig kaputt gemacht. Das Geld ist nur noch zum Geld machen, also normal, dass man so ein Spiel aufmacht und dann halt ja, damit Geld machen will ja, aber im letzten Jahr haben die das, naja schon in den letzten zwei Jahren so aufgerundet, haben die schon damit krass übertrieben. Was ich mir dachte, ne, fickt euch, von mir bekommt ihr kein Geld mehr. Zweier KD reicht immer, Leute. Ey, was ist das Duel Uzi Tiger? Habe ich noch nie gesehen in einer. Ich komme gerade gar nicht drauf klar, wo die Gegner sind. Shit. Zwei Kills bräuchte ich noch, damit ich meine 2 KD halte. Mal schauen, ob ich das schaffe, du. Scheiße, Mann. Da kam der noch in der Ecke raus. Naja, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ne? Schreibt es in die Kommentare, wie gesagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.